Hallo und herzlich willkommen hier zu City Skylines hier in Neuschönbach. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier dabei bist. Und beim letzten Mal haben wir angefangen und... Ups. War die verkehrte Taste, sorry. Haben wir angefangen, unsere Kreisstadt hier so langsam aufzuziehen. Und es wird ja auch. Es kommt ja auch. Und wir haben festgestellt, wir haben hier einen Megastau. Einen Megastau. Die wollen alle... Ich betone, die wollen alle hier irgendwie drauf. Und hier wird es jetzt auch schon so langsam ein bisschen voll. Kein Wunder, bei 3 Spuren ist das schon ziemlich derbe. Ja, warum dürfen die hier abbiegen? Das ist doch Blödsinn eigentlich. Die müssten noch durchfahren. Die sollen hier nicht wenden können. Das ist Blödsinn. Da muss ich jetzt leider mal eingreifen. Das konnte man doch ändern. Kann ich denn das jetzt hier nicht ändern? Ah, jetzt kann ich es ändern. Okay, folgendes auf gar keinen Fall. Nur geradeaus. Weg. Ach nee, das ist Blödsinn. Nur geradeaus. Weg, weg, weg. So, ihr sollt nur geradeaus fahren, bitte. Das ist eine reine Geradeausspur. So, das ist in Ordnung. So, dasselbe ist hier. Warte mal ganz kurz, dann müssen wir auch mal kurz eingreifen. Nur geradeaus. Ja, ihr sollt nur geradeaus, Freunde. Und ist das in Ordnung? Sieht die Sache schon besser aus. Gut. Weil hier ist auch Chaos. Die biegen hier auch einfach ab, wie sie wollen. Geradeaus. Nur geradeaus. Das sind alles ab, nur geradeaus Spuren. Du, nein, ja. Das nach da. Ja, Abbiegerspuren, das ist in Ordnung. Und... Geradeaus. Geradeaus. Ja, ihr könnt da drauf. Das ist in Ordnung. Ihr könnt auch abbiegen. Ihr dürft da fahren. Das ist auch in Ordnung. Ich hoffe, dass wir den Verkehr jetzt mal ein bisschen in den Griff kriegen. Was ist wirklich viel. Wie staut es sich auch? Also das ist echt übel, was hier ankommt. Wo kommen die denn alle her, frage ich mich. Das ist echt evil. Guckt ihr mal an, wo die alle herkommen. Von dem Netz hier hinten. Das ist ja echt hardcore. Jetzt müsst ihr echt mal überlegen, ob wir hier nicht nochmal eine Ausfahrt machen, die hier irgendwie da rangeht. Dass wir da nochmal was hinbekommen. Nochmal einen kleinen. Nochmal einen kleinen oder nochmal so ein Verkehr hier. Könnte interessant werden, wenn wir hier nochmal sowas hinbauen. Ich weiß nicht, vielleicht bauen wir hier nochmal ein Parkgelände oder irgendwie sowas hin. Bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Ah, gut, das ist in Ordnung hier. Das kann so bleiben. Dann ziehen wir hier mal raus. So, dann bekommen wir hier einen Kreisel. Ich müsste eigentlich auch viel, viel mehr mit... mit Standardparkengarage, Straßenmeisterei. Wäre auch mal ganz wichtig. Einfach mal eine Straßenmeisterei, die sich auch mal um die ganzen anderen Sachen hier kümmert. Okay, das klappt. Das hier hinten wird schwächer, aber hier könnten wir auch nochmal. Was hast du eigentlich hier für ein Problem? Was ist denn hier los? Kein Platz mehr. Ja, dann mach doch mal, leer doch mal. Ja, das ist die Ecke. Ja, dann machen wir mal folgendes, dann kriegst du hier nochmal... ...nochmal so eine kleine hin, dann können wir dich da leeren. Ja, dann ist ein bisschen Ruhe. Aber wir wollen ja nicht vom Thema abkommen, wir wollen uns ja weiter um die Kreisstadt hier hinten kümmern.
Und hier fehlt es jetzt an Waren. Ja, es fehlt noch an Waren. Da hinten fehlt es noch an der Müllabfuhr. Da sind wir ja auch dran. Und die fahren hier wirklich... Wollen alle hier hin. Das ist unglaublich. Das heißt, wir müssen noch mal eine Entlastung schaffen. Es hilft nichts. Es hilft wirklich nichts. So, und dann werden wir jetzt wirklich nur... eine Ausfahrt schaffen. Zur Bahn mit einer Lärmschutzwand. Auffahrt. Dass die hier vielleicht schon von hier hinten aus abbiegen können. Damit ganz viel. So. Bin gespannt, ob die das nutzen. Das wäre schön, dann kriegen wir hier nämlich ein bisschen Entspannung rein. Bitte, bitte, bitte nutzt das. Biegt ab. Und fahrt nicht alle da hinten hin. Das wäre so wichtig. Weil irgendwie wollen die hier alle durch. Das ist echt hardcore. Hier ist eine Dings. Eine Ampel. Oder? Ja, war wieder eine Ampel drin, ne? Geht gar nicht. Ampeln müssen weg. Ja, fahrt mal ein bisschen freier, Leute. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier mal auflöst. Ich hoffe, dass sie das hier annehmen. Fährt nämlich noch keiner irgendwie runter. Das ist doch ein bisschen doof. Wo wollen die denn alle lang? Die wollen alle da rein. Okay, das ist ja auch so gewollt, mehr oder weniger. Ja, hier hinten haben die keine Waren. Müssten wir eigentlich hier auch mal einen Güterwagen-Bahnhof hinbauen. Wo bist du? Zug. Güterzug-Bahnhof. Was ist das denn hier? Glass Narrow Mountain Old Brick Station. Huge Cargo Station with Sea by 150. Kansas Frachthaus. Komm, was soll's? Wir müssen hier mal ranholen. Das heißt, wir müssten mal die Linie umlegen. Dass wir hier auch Waren ranbekommen. Weil so ist doof. Sind wir uns einig? Wir brauchen Schienen. Verdammt, so kriege ich die nicht rein. Nein, warte, nicht abreißen. Bisschen bewegen nach vorne. Vielleicht geht's ja. So, dann werden wir mal das Stück hier wegziehen. Reicht nicht, verdammt. Ja, also wird der nicht rumkommen. Shit, ich müsste wirklich von hier aus. Macht er nicht. Das ist doch doof. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Okay, müssen wir anders legen. Dann müssen wir nochmal noch eine Parallelstraße ziehen. Hilft nix.
ziehen wir nochmal eine Parallelstraße lang. So, okay. So viel dazu. Dann machen wir mal das hier weg. Das weg, das dahin oder hierhin, außen. Wäre auch eine Überlegung wert. Macht ein bisschen Lärm, aber es hält sich noch in Grenzen. So. Das bedeutet, da müssten jetzt Züge ankommen. Zumindest Frachtzüge. Die andere Verbindung kommt dann noch. So, Wasser müsste jetzt laufen. Ja, läuft. So, wir sollten das eventuell nochmal ändern. In... Ist hier wirklich nur... in die Richtung gefahren wird. Und... dass das so passiert. Ich hoffe, da kommt dann was an, dass wir da Waren hin transportieren. Wäre so wichtig. Vielleicht können wir hier auch noch einen Hafen oder irgendwie sowas hinbauen. Ich muss mal gucken, ob wir da noch irgendwie... Metropole bei 60.000, okay. Alles klar. Hier hinten irgendwie... Von denen kommt irgendwie nichts an. Vielleicht sollten wir nochmal irgendwie unten runter was bauen, dass die hier auch rankommen. Eine exklusive Straße oder sowas. Gehen wir mal ein Stückchen raus. Hier so lang. Gott, sieht das furchtbar aus. Geht ja gar nicht. Das geht gar nicht hier. Können wir abtauchen? Geht das? Hier unten runter? Okay. Schön ist anders, ne? Schön ist anders. Geht nicht, das ist doof. Das ist doof. Dann muss man echt mal mit Move it hier irgendwie. Hoppa. Hoppa. Hoppa, das ist mal vielleicht so. Das hier sieht furchtbar aus. Das können wir so nicht lassen. Das geht schon eher. Die sollen nämlich jetzt hier lang führen. Zu der Direktverbindung, dass sie vielleicht da direkt durchfahren können. Und das dementsprechend auch bearbeiten können. Das heißt, wir müssten nicht genügend Geld. Wahnsinn. So, dann kommen wir hier hinten an. Für 9.000. Wir machen mal Vollgas. Wir generieren ja Einnahmen. Es ist gerade nur wirklich echt ordentlich. Tricky, sage ich mal. Tricky. Dann haben wir hinten halt nochmal einen Abgang dazu und dann können wir das da auch noch weiter behandeln. So, nicht genug Geld. Komm, gib uns mal ein bisschen Geld. Schupp.
Ah, das ist ja schon ein bisschen hart, ne, oder? Hält mir noch nicht so ganz. Mal ein bisschen gleichmäßiger. Oh, sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Tucken runter. Nee, geht nicht. Mal ein bisschen hoch. Ja, so sieht das ganz akzeptabel aus von der Steigung her. Ja, kann man noch machen. Kann man so machen. Gut. Wie gesagt, die haben wir echt übelst. Ah, hier fahren sie zumindest jetzt schon mal ab. Das ist gut. Obwohl hier immer noch eine Mega-Schlange ist. Und ich noch nicht genau weiß, warum das so ist. Das ist enorm. Hier hinten ist auch viel, viel los. Die wollen alle hier rein. Ist schon derbe. Und hier auch auf der Hauptstraße eine Menge los, die in den Kreisel wollen, in den Inneren. Und da sich dann weiter verteilen. Das ist bitter. Bitter, bitter, bitter. Da ist nichts los. Da müssen wir noch ein paar Bäume reinpflanzen. Ich finde, hier ist... Fehlt's auch. Ja, auch. Hier auch. Dann würde ich gerne auf jeden Fall ein Gebiet hier mit Tech machen. Vielleicht das nächste Viertel. Also hier, das Viertel dann hier mit Hightech-Gebäuden, also Bürogebäuden. Und dann hier hinten nochmal mit Menschen füllen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das machen würden. Machen wir jetzt auch. Gehen was an. Ja, zack, zack, zack. Bin gespannt, ob es angenommen wird. Wir müssen natürlich noch ein paar Parks und so weiter reinbauen, das ist klar. Aber das kommt dann auch. Ich stecke erstmal ab hier. Es geht bis hierhin. Machen wir so. Die machen wir weg. Nehmen wir mit. Bin gespannt, ob es angenommen wird. Wäre schön. Ah, es fehlt halt noch hier Nahverkehr und so weiter. Kommt ja alles noch. Genauso wie hier noch irgendwie Parks und so weiter fehlen. Aber man kann ja nicht alles auf einmal machen. Erstmal muss man die Grundversorgung in den Griff kriegen. Dann kommt der ganze andere Rest. So, dann legen wir hier weiter los. Gibt es hier nochmal mehr Einwohner? Und da wird sofort auf den Zug aufgesprungen. Echt erstaunlich. Die sind sehr heiß drauf, bei uns zu wohnen. Unglaublich. Und das, obwohl wir hier noch nicht perfekt sind. So wie ich es gerne hätte. So, zack. Gut. Klappt, ist in Ordnung. Hier geht es auch weiter. Ah, da noch. Hier ist weg. Gut, dann haben wir das jetzt hier alles gefüllt. Auf der einen Seite Verkaufsgebäude, auf der anderen Seite Bürogebäude, zweimal Wohneinheitengebäude, könnte gut werden. Aber vorher müssen wir uns noch um eine andere Sache kümmern, nämlich jetzt nochmal ganz schnell die Versorgung fertig machen mit der Industrie, beziehungsweise hier mit dem... na, sag schon...
mit unseren Müllwagen. So, 23, Lärmbelästigung. Komm, kriegst du nochmal welche dazu? Aluminiumgedöns ist das. So. Gehst du weiter? Und es ist wieder ein regnerischer Tag. Und da fahren sie los, die ersten. Zwei. Sehr gut. Damit steigt unsere Kapazität. Und ich freue mich, wenn hier die ersten, wirklich die ersten, wir kriegen die hier nicht weg, ne? Jetzt ist hier so viel, das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was hier alles her will. Ich wollte jetzt, wir gehen hier nochmal, ich muss hier nochmal upgraden, das ist unglaublich. Hilft nix. So, jetzt hängen die hier hinten und kommen hier nicht weiter, weil hier eine Ampel ist, oder? Ich hasse es, wenn hier Ampeln sind, überall. Und hier den Stau. Aber da den Stau. Nicht gut, sowas. Da den Stau. Weg mit der Kacke hier. Keine Ampeln bei uns. Schlimm. Wirklich schlimm. So. Das fehlt noch. Das ist okay. Machen wir weg hier. So, das müsste hier auch noch besser laufen. Ich glaube, das geht jetzt hier einigermaßen. Hier hinten ist so eine Ampel, eine widerliche. Ich hasse diese Ampelgeschichten. Die blockieren uns nur und halten uns nur auf. Meine, warum sollen wir denn hier mit Ampeln unsere Leute ärgern, wenn die sich das ganz normal selber regeln können? Ne? So, hier laufen die ersten Züge. Das ist auch gut. So habe ich es mir vorgestellt. Das ist gut. Gut, gut, gut. Das läuft. Hier hinten. Ich hoffe, dass jetzt hier auch Waren ankommen. Wäre schön, wenn wir hier Waren rankriegen würden. Vielleicht sollten wir hier nochmal eine kleine Industrie aufbauen. Machen wir einfach mal, dass wir hier nochmal ein bisschen was rankriegen. So. Zack, Wasser. Wasser sieht dann gut aus, ist in Ordnung. Bau noch mal ein bisschen Industrie hier hin. Wenn du das dann brauchst, ist das okay. Machen wir hier auch noch mal. Schwupp. So. Nicht unbedingt so beabsichtigt, aber wir brauchen halt hier Waren. So, liebe Freunde, das war zumindest dieser Part, für heute. Ich hoffe, wir kriegen hier die Verkehrsprobleme echt in den Griff. Das ist echt heftig, was hier abgeht. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um Nahverkehr und um unseren Friedhof. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von gaming.tv. Bye, bye. Tschüss.